Schleswig-Holstein hat ein internationales Springturnier an der frischen Luft bekommen. Im vergangenen Jahr entstand auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg mit großem Engagement und vielen Spenden ein weitläufiger Sandplatz mit den Maßen 100 x 65 Metern. Während wir in Schleswig-Holstein, was die Pferdezucht und die Ausbildung angeht, sehr gut aufgestellt sind, haben wir veranstaltungstechnisch doch noch einiges nachzuholen. Trotz drei internationaler Veranstaltungen, die auch gut besucht werden, reicht ein Blick in den Veranstaltungskalender und auf die Preisgelder aus. Um nun zu den anderen Bundesländern aufschließen zu können, soll das Angebot verbessert werden. Das Fördertrio Manfred von Allwörden, Jörg Baltruschat und Christian Schlicht hat sich mit dem Bad Segeberg Jumping International dieser Herausforderung gestellt. Sie haben in Schleswig-Holstein etwas Neues geschaffen, ein attraktives, internationales Springturnier an der frischen Luft. Das schönste Geschenk, eigentlich der schönste Lob, was wir bekommen haben, war die Reaktion der ganzen Teilnehmer, die uns sehr viel Lobeshymnen ausgesprochen haben und diese Bedingungen hier, die sie hervorgefunden haben, absolut gelobt haben. Eine Premiere ist ja immer doch was ganz Besonderes und ehe man dann alle Fäden so zusammengeführt hat, dass das Ganze letztendlich auch so funktioniert, sind natürlich viele, viele, viele Stunden Arbeit notwendig. Also es hat mich auch die ein oder uns im Team die ein oder andere schlaflose Nacht auch gekostet. Und wenn das erste Pferd dann in der Bahn ist und die erste Glocke ertönt und alles dann funktioniert, dann ist man schon zufrieden. Und wenn man dann so viele Lobeshymnen bekommt, dann entschied ich das in der Tat für viele Dinge. Das CSI Jumping International zieht die internationale Reiterelite nach Schleswig-Holstein und die Veranstalter haben sowohl den Sportlern als auch den Zuschauern viel zu bieten. Ein zusätzlicher temporärer Abreiteplatz, der bestens auf die Bedürfnisse von Springreitern dieser Leistungsklasse abgestimmt ist, sowie ein Livestream der Prüfung, Livescoring, Videoanzeigen und Videoproduktion bis hin zum aufwendigen VIP-Bereich auf dem neuen Wall. Ein großzügiges Zelt bietet Platz für Verpflegung auf höchstem Niveau zu moderaten Preisen, sodass sich die Besucher auch kulinarisch gut aufgehoben fühlen und die Veranstaltung vom neuen Wall aus in vollen Zügen genießen können. Für die Schirmherrschaft konnte das Veranstaltertrio die ehemalige Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, Heide Simones, gewinnen. Das CSI fand in diesem Jahr zur Eröffnung der grünen Saison vom 24. bis 27. April statt. Im ersten Jahr des neuen Freiluftturnieres lockte ein Preisgeld von über 42.000 Euro. Bei Erfolg und weiterer Unterstützung durch die Sponsoren soll das Preisgeld zukünftig angehoben werden. Die Initiatoren ernteten für Bad Segeberg Jumping International eine Menge Lob. Ich bin das erste Mal in Bad Segeberg und was ich hier vorgefunden habe an Bedingungen, äußeren Abreiten, der Reitplatz, super Boden, super gutes Wetter hier, Publikum ist super mit und dann, wenn es danach läuft, wenn man dann gestern die große Tour gewinnt, beim Pferd Kester Victoria, ist man natürlich umso glücklicher. Ja, ich glaube schon, dass das Turnier wachsen kann und dass, wenn das so bleibt und nicht gleich in die Höhe gerissen wird, dann glaube ich, hat das eine reelle Chance. Die Leute wird super angenommen von den Reitern und die Bedingungen sind gut und alle sind happy, die Reiter sind happy und wie sich um den Reiter hier gekümmert wird, Pferde, LKW, alles Platz hier und absolut top Bedingungen. Das fing ganz gut an. Am ersten Tag war ich einmal Dritter mit dem Nachwuchspferd und am gestrigen Tag habe ich das erste Springen der mittleren Tour gewonnen. Es fing gut an, hoffe, dass es so weitergeht. Wunderschönes Turnier, super gemacht. Fürs erste Mal, dass es gleich so funktioniert und alles reibungslos abläuft. Kompliment. Ja, das ist ein ganz super Start in die grüne Saison. Die Parcours alle schön zu reiten und mit vier Galopp zu reiten. Für alle Sparten der Pferde, für junge Pferde, ja, auch die Älteren, die mal in Gang kommen sollen. Das ist einfach ein tolles Turnier. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, dass sich der hohe Stellenwert Schleswig-Holsteins in der Pferdezucht und auch die herausragende sportliche Qualität in der Veranstaltungslandschaft widerspiegeln. Das Gelände in Bad Segeberg wurde in den vergangenen zwei Jahren saniert und um einen neuen Abreiteplatz ergänzt. Es bietet viel Platz und eine hervorragende Infrastruktur. Starter aus 14 Nationen nahmen am ersten CSI in Bad Segeberg teil. Ausgiebig genutzt wurde nicht nur der neue Abreiteplatz, den die Spezialisten der Firma Fairground binnen weniger Tage fertigstellten, sondern auch die vorhandenen Dressurvierecke. Das Bad Segeberg Jumping International bietet Reitern die Möglichkeit, mit vielen Pferden mit unterschiedlichen Ansprüchen starten zu können. Für viele ist die Veranstaltung ein optimaler Start in die grüne Saison. Und bei welchem Turnier kann man schon sein Pferd auf einem Landesturnierplatz grasen lassen?
Rund 2000 Fans des Reitsports lockte am Samstag strahlender Sonnenschein und hervorragender Springsport bei freiem Eintritt auf den Landesturnierplatz in Bad Segeberg. Ein weiterer Höhepunkt war das Barrierespringen unter Flutlicht am Samstagabend. Es stellt eine nahezu einmalige Herausforderung für Pferd und Reiter dar. Wir haben hier sechs gleich aufgebaute Hindernisse in einer Reihe, in einem Abstand von ca. 11 Metern. Das entspricht nicht nur ungefähr, es entspricht zwei Galoppsprüngen. Und die Anforderungen werden natürlich von Sprung 1, wie man sehen kann, bis zu Sprung Nummer 6 immer höher. Die Zuschauer fieberten Sprung für Sprung mit. Das Flutlicht-Barrierespringen war das Highlight der Turnierpremiere am Sonnabend. Und natürlich gab es danach auch eine Reiterparty im großen Zelt auf dem neuen Wall. Viele zufriedene Gesichter, begeisterte Zuschauer, begeisterte Reiter, voll ambitionierte Helfer im hinteren Bereich wie im vorderen Bereich. Was gibt es mehr, wie zufriedene, glückliche Gesichter zu sehen, wenn man eine Veranstaltung gemacht hat? Mein persönliches Highlight, das Wetter, natürlich ein absolutes Highlight und das Annehmen des Turniers durch diese tolle Zufriedenheit der Reiter, dass alle gesagt haben, Mensch, was für ein Turnier, das hat uns gefehlt in Schleswig-Holstein. Deswegen haben wir das Turnier in Schleswig-Holstein auch gemacht. Das ist ein super Turnier, die Bedingungen sind vom Feinsten. Sportlich gesehen hervorragend, die Bodenverhältnisse für die Pferde sehr gut, die Unterbringung war sehr gut. Man kann viele Pferde mitnehmen, man kann mit den jungen Pferden in die grüne Saison richtig gut starten. So haben wir entschieden, nach Bad Segeberg zu kommen. Und es hat sich gelohnt. In drei Worten. Ich komme wieder. Super Spitzenklasse. Von Reitern für Reiter gemacht und es ist einfach eine schöne Atmosphäre.